Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Semidolls. Ich wollte nur ein kleines Update geben und zwar habe ich ein neues Schnittmuster für April. Und zwar ist es das Neckholder-Kleid Lily und es kommt in zwei Größen, eins für die 35 cm Puppen wie Welly Wishes und für die 46 cm Puppen wie American Girl, Guts, Our Generation. Und der Schnitt passt auch dem Semi-Puppenschnitt Amelie. Also wenn du deine eigene Puppe machen möchtest und ihr ein schönes Kleidchen machen möchtest, kannst du das tun. Und jetzt schauen wir uns mal das Kleidchen ein bisschen genauer an. Und zwar hat es hier ein schönes Rockteil und eine schöne Rüsche, einen kleinen Gürtel. Und dann haben wir hinten die Taillenbänder und die Halsbänder. Sieht auch ganz schick aus. Ist ein schönes kleines Frühlingskleidchen. In der nördlichen Hemisphäre ist ja der Frühling bald da. Hier ist es immer noch sehr, sehr heiß und feucht. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch und wir hatten gerade einen Cyclone hier. Wie heißt das auf Deutsch? Zyklon. Starker Wind mit Regen, wo die Bäume alle umgeweht werden und so weiter. Aber vielleicht eignet sich das auch hier für den Herbst in Australien, das Kleidchen für die Puppen. Das ist der Schnitt des Monats April und das Kleid für die 35 cm Puppe wird für die ersten zwei Tage des Monats gratis zur Verfügung stehen. Wenn du den Semi Newsletter abonniert hast, dann bekommst du den Link zum Videotutorial und auch zum Download des Schnittes in deine Inbox geschickt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Kleidchen. Und wenn ihr Mitglied in der Semi Facebook-Gruppe seid, dann würde ich mich über Fotos freuen von euren kleinen Kleidchen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!